Willkommen zur neuesten Episode von Wachs mit deinem Garten. Heute in meiner kleinen Stadtoase. Nach einem stressigen Arbeitstag bin ich hier am liebsten. Raus auf die Terrasse, tief durchatmen, entspannen. Und natürlich so oft wie es geht grillen. Mit einem guten Stück Fleisch. Am liebsten mit einer selbstgemachten Marinade. Und die gelingt mit Kräutern aus eigenem Anbau am besten. Tja, Grillen und Gärtnern gehören eben einfach zusammen. Auf meiner Terrasse habe ich natürlich nicht ohne Ende Platz und musste deshalb schon oft Kompromisse eingehen. Ein größerer Tisch, Pflanzen, Kräuter, Blumen. Tja, damit ist jetzt Schluss. Dank NatureUp. NatureUp ist ein Gartensystem, das Vertical Gardening einfach macht. Denn NatureUp bietet viel Platz für Pflanzen auf wenig Raum. Es ist einfach aufgebaut, kann immer wieder erweitert werden und wenn ich will, kann ich auch eine automatische Bewässerung installieren. So, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Alles, was ich dazu benötige, habe ich schon vorbereitet. Erde, Blähton, Blumen meiner Wahl und natürlich die Pflanzbehälter. Man braucht etwa 2 Liter Blähton. Er verhindert, dass Erde die Drainageschlitze verstopft, verbessert den Wasserabzug und beugt Staunässe vor. Außerdem belüftet er den Boden sehr gut. Darüber einfach etwa 10 Liter Blumenerde einfüllen. Ich pflanze vor allem Kräuter, die ich dann zum Kochen verwenden kann. Aber eigentlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Kräuter, Blumen, Grünpflanzen, alles ist möglich. Selbst Gemüse wie Cherrytomaten, Erdbeeren oder auch Salat kann man mit NatureUp ziehen. Probieren Sie es einfach selbst aus. Aber zurück zum Bepflanzen. Die Pflanzen leicht schräg in einem 45-Grad-Winkel einsetzen. Die Zwischenräume einfach mit etwas Blumenerde auffüllen. Aber immer schön unter der Fülllinie bleiben. Super praktisch ist, dass man für die Behälter kein Werkzeug zum Aufbauen braucht. Einfach die 4 Verbindungsclips in die Mulden stecken, Deckel drauf, leicht andrücken, sodass der Deckel mit den Clips einrastet, klick und fertig. Kinderleicht und ganz ohne Werkzeug. Wichtig ist, dass der Untergrund eben ist. Ich nehme diese Bodenplatte hier und stelle die Pflanzbehälter darauf. Je nachdem, wie hoch man die Pflanzenwand bauen will, kann man beliebig viele Behälter übereinander stapeln. Die 4. Reihe muss gesichert werden. Das geht mit diesen Fixierungen super schnell und unkompliziert. Einfach an der Rückseite an die Verbindungsclips stecken. Die Schutzfolie der Klebestelle entfernen und die Fixierungen dann nur noch an die Wand drücken. Bei einem glatten Untergrund reicht oft auch nur Kleben. Bei meiner Wand hier befestige ich es zur Sicherheit mit Nägeln. Wenn die Halterungen gut halten, den Behälter wieder hinstellen, mit den Clips befestigen, den Deckel drauf und fertig. Und alle, die wie ich hoch hinaus wollen, Folgendes beachten. Nun jede 2. weitere Reihe der Pflanzenwand sichern. Am besten immer wieder mal schauen, wie stabil das Ganze ist und bei Bedarf weitere Reihen an der Wand befestigen. Mit der NatureUp Ecklösung kann ich auch meine Ecken und Winkel mit Pflanzen füllen. So kann ich meine Pflanzwand nicht nur nach rechts, links und nach oben erweitern, sondern sogar weiter ums Eck. Übrigens, für die Eckelemente benötigt man keinen Blähton. Am Ende wieder den Deckel drauf und fertig.